So, einen wunderschönen guten Tag. Mein Name ist Beam und ich heiße euch herzlich willkommen zu meinem Let's Play Spider-Man. Weiter geht's an der Stelle, Leute. Unglaublich, dass ich seit Fisks Festnahme nicht geschlafen habe. Ich muss besser auf mich achten. Hey, Kleiner. Was machst du so spät hier? Auch Spidey braucht seinen Schlaf, Leute. Was machst du so spät hier? Das glaubst du mir nicht. Hoffentlich ist Mays Couch bequem. Vermisse dich. Mann, war ich ein Depp. Wieso? Nur weil er eine Brille aufhat und hier einen Anzug und sich freut? Wieso ist man da ein Depp gleich? Ja, ich mochte Pferde. Macht nicht jeder diese Phase durch? Ich wünschte, May würde ein paar davon abhängen. Echt peinlich. Na gut, ab ins Bett mit dir. Das kann ich nicht annehmen. Du kannst und du wirst. Ich zahl's zurück. Sehr bald. Sag nächstes Mal nur früher was. Oh, du bist genau wie Ben. Schluck diesen Parker-Stolz herunter und akzeptiere, dass du ein Mensch bist. Genauso wie wir alle. Martin. Ich wollte nicht stören. Ich werde für eine Weile nicht in der Stadt sein. Du hast dann hier das Sagen. Du kannst auf mich zählen. Wie lange wirst du weg sein? Ich weiß es noch nicht. Ist alles in Ordnung? Es ist was Persönliches. Ich plane das schon länger. Aber kümmert euch bitte ums Asyl. Es steht für meine beste Seite. Tja, ich sollte wohl mal was tun. Hoffentlich geht's Mr. Lee gut. Ah, dieser Mr. Lee hat 100% was mit den Dämonen Hallo? Zu tun. 100%. Hey, hast du meine Story gelesen? Ja. Robbie muss ziemlich glücklich sein. Ja, das ging schnell rund. Und stell dir vor, Bürgermeister Osborne möchte Officer Davis heute Nachmittag eine Medaille verleihen. Wow. Halt. Ist heute nicht Osborns Wahlkampfveranstaltung? Oh, jetzt weiß ich, was er vorhat. Ja, wie wir alle. Aber trotzdem eine coole Sache für Officer Davis und seine Familie. Ich werde darüber berichten. Kommst du mit? Ja, natürlich. Bis dann. Ja, der Kaffee ist grauenhaft, aber gratis. Sag mal, meint ihr, die haben hier die Entwickler von dem Spiel? Also klar, hier Mitarbeiter der Woche und so, aber... Könnte sein, oder? Dass das die Entwickler sind von dem Game? Ja, ein witziges Easter Egg auf jeden Fall. Coole Idee. So, es wird hell jetzt. Ja, nice. dieser helle Anzug, der auch noch leuchtet, ey. Ja, mal gucken, wie der jetzt am helllichten Tag aussieht. Da finde ich cool, dass man Ladescreen auch immer den Anzug anhat, den man anhat. Ach, eigentlich sieht er schon ganz besser aus. Das sieht eigentlich schon ganz stylo aus, so. Es ist so peinlich, von May Geld anzunehmen. Ich sollte der Stadt helfen, um das irgendwie auszugleichen.
Okay. Was ist denn eigentlich jetzt hier für ein Symbol? Nebenmission 0 von 1. Hilfe für Howard. Na, wir gucken mal. Habe ich jetzt auch endlich gecheckt, wie ich das mache. L2 und R2 gleichzeitig und dann X gedrückt halten. Das wurde auch schon mal erklärt und so, aber es ist halt so viel am Anfang gewesen, was man alles berücksichtigen musste. So, wo müssen wir hin? Ah, da vorne. Okay. Howard, lang nicht gesehen. Wie geht's Pidgey? Nicht so gut heute. Vermisst seine Verwandten. Es war für uns beide ein bisschen hektisch. Unser Zuhause wurde zum Gewerbegebiet umgewandelt und wir mussten erst mal ins Feast ziehen. Tut mir leid. Vermieter aus New York können so herzlos sein. Als sie mich rausgeworfen haben, haben sie meine ganzen Vögel freigelassen. Pidgey ist der Einzige, der mich gefunden hat. Ich habe die anderen wirklich überall gesucht, aber mit meinem kranken Bein... Weißt du was? Ich dreh mal eine Runde. Wie wär's, wenn ich nach ihnen Ausschau halte? Noch mehr Sammelaufgaben? Was geht ab, ey? Ich weiß nicht, ob sie damit ein bisschen übertreiben. Das würdest du tun? Oh, danke. Ruf mich bitte an, wenn du erfolgreich bist. Jo, alles klar. So, alles klar. Dann haben wir diese Katzen und so. Haben wir hier noch eine Nebenmission? Lass mal hier machen, wir haben noch ganz viele Wahrzeichen. Die können wir erstmal fotografieren. Bis dahin ergibt sich dann sowieso wieder irgendwas. Hey Jeff! Sag ich. Glückwunsch zur Zeremonie heute! Ich bin froh, wenn es vorbei ist. Ein Laster voller Dämonen ängstigt mich weniger als eine Rede. Aber ich rufe irgendwas anderem an. Was gibt's? Die Dämonen sollen zu Fisks Baustelle im Stadtzentrum unterwegs sein. Meine Frau bringt mich um, wenn ich die Vorbereitungen für die Zeremonie verpasse, um Räuber und Gendarm zu spielen. Aber vielleicht hat mein Partner ja Zeit. Verstanden. Ich schau vorbei und sag Bescheid, was ich herausfinde. Und hey, noch ein Tipp für die Rede. Wollte ich nicht. Einfach alle in Unterwäsche vorstellen. Bis auf Osborne. Ha, nur ein Scherz. Witzig. Bitte hilf mir! Oh nein, es wird wieder dunkel! Alles okay, Ma'am? Carmen, mir geht's gut. Es geht um meinen Mann, Rodrigo. Er verhält sich seltsam und offenbar trifft er sich mit dieser Frau. Wow, hören Sie, ich bin keine große Hilfe bei Beziehungsproblemen. Das meine ich nicht. Sie hat mit bösen Leuten zu tun. Rodrigo konnte in Schwierigkeiten stecken. Er hat Angst, erzählt mir aber nichts. Ich sehe mir das an. Wo treffen Sie sich als nächstes? Heute Abend, Entgiftungsklinik Greenwich. Okay. Keine Angst, Carmen. Ich finde heraus, was los ist. Erstmal mache ich aber Fotos. Oh, tolles Foto. Die Klinik ist in der Nähe. Hab auch Rodrigos Foto von Carmen. Mal sehen, ob ich ihn finde. Wunderschön! Genau, da geht's. Wobei, der war noch ein paar Zeichen, sind wir auch noch mit gleich, Leute. Vorne irgendwo. Jo, hier. Das behalte ich. Auf jeden Fall mal sehr interessante Perspektiven, gerade aus der Luft. 4 von 5 haben wir. Jo, gut. Nein, nicht die Mission von offen. Ah, es geht schon ein bisschen besser jetzt, ne? Warte, wenn man das benutzt hier mit L2, R2 und dann X. Nice. Da ist Rodrigo. Er ist sehr nervös. Die Frau sieht nicht wie eine Freundin aus. Ich mache ein Foto. Mal sehen, ob Carmen sie erkennt. Du solltest mir nichts vorenthalten. Warum sollte ich? Schlechter Winkel. Rausgeht, muss gerade drauf. Dann rück raus mit den Plänen. Sehr schön. Hab's. Sieht gut aus. Denk dran, wenn du petzt, veröffentliche ich das Foto.
Pläne. Klingt doch nach was Größerem. Ich sollte ihr folgen und herausfinden, wie groß es ist. Carmen, ich lade Ihnen ein Foto hoch. Ist Ihnen diese Frau bekannt? Nein, noch nie gesehen. Worüber haben Sie gesprochen? Hört sich an, als erpresst sie ihn. Sie hat irgendwelche Pläne erwähnt. Er ist Sicherheitsmann in einem Casino in Atlantic City. Sie könnte einen Überfall planen, aber ich brauche mehr Beweise, bevor ich handeln kann. Ich helfe, wenn ich kann. Okay, ich schaue mir an, wohin sie die Pläne bringt. Ich melde mich. Jo, es ist. Noch ein Opfer oder ein Komplize? Brauche ein Foto. Kein Vorsprung mit gutem Winkel auf den Typen. Dann wohl von der Unterseite der Highline. So. Oder auch Zeit. Hast du sie? Ja. Der Winkel ist falsch. Rodrigo ist ein Weichei. Wird den Boss freuen. Zeig mal die Pläne. Sauberes Bild. Ich muss los zum Zug. Will den Boss nicht warten lassen. Heute steigt unser größtes Ding aller Zeiten. Aber halt. Wie viele Leute hängen da drin? Ich muss ihm folgen. Nicht entdeckt werden. Wo ist er denn? Wo steigt er nur aus? Mach da rein. Wenn ich das Zugsystem anzapfe, sollte ich dem Zug folgen können. Okay. Witzig. Carmen, die Erpresserin hat sich unter der Highline mit jemandem getroffen. Er kennt wohl ihren Mann. Ich schicke ein Foto. Das ist der Sean, Rodrigos bester College-Freund. Er ging vor Jahren wegen Raubüberfalls in den Knast. Casino-Pläne und eine Vorstrafe. Keine tolle Kombination. Muss herausfinden, wer noch beteiligt ist. Für einen Casino-Raub brauchen die mindestens einen Fahrer und einen Safe-Knacker. Ich schaue viele Gangsterfilme. Klingt so. Ich lasse sie wissen, was ich finde. Eieiei, das war gar nicht so leicht hier. Go, go, go. Muss uns ein bisschen anhalten hier. Endstation. Okay. Ich sollte zum Ausgang gehen und warten, bis er rauskommt. Alles klar. Er geht zu diesem Bürogebäude. Okay. Bei mir mit unserem super unauffälligen Anzug, ey, das ist der Wahnsinn. Was ist er denn? Und nicht? Okay, Moment, ich muss bestimmt ans Fenster direkt dran, denke ich. Ich hab die Pläne, Boss. Gut, der Zeitplan ist auf dem Monitor. Unsere Leute stehen auf dem Whiteboard. Markiere sie auf der Karte. Okay. So, Foto habe ich gemacht, Leute. Roman soll fahren? Er ist noch ein Kind. Ja, das Kind meines Bruders. Wir können ihm vertrauen. Und es läuft schon. Er holt gerade den Safe-Knacker. Das ist ein bisschen lächerlich hier. Sorry, Leute. Klasse. Oh Mann, ich bin so witzig. Wir haben noch ein Foto?
Geht das vor, geht so nicht von dem Winkel, bei dem ich fertig bin? Hier ist der Pickwinkel? Warte mal, muss ich auf die andere Seite? Ah, da ist auch ein Fenster, okay. Das war absolut okay gewesen, der Winkel. Gut, Roman ist bereit und wir sind spät dran. Gehen wir. Sie ziehen ab. Ja, genau so steige ich auch immer ins Auto ein. Ich habe jetzt alle Beweise. Ich muss jetzt nur noch dieses Auto aufhalten. Okay, dann mal los, Leute. Ich muss aufholen. Hätte ja schon davor aufhalten können, bevor die losfahren, meine Fresse. Nur so, keine Idee, aber egal. Voll schwer, Mann. Ich hab schon echt schnell gedrückt eigentlich. Hey Leute, alles klar? Ich liebe es, wenn ein Plan schief geht. Hey Carmen, der Kumpel ihres Mannes und sein Team reisen nun doch nicht ins wunderschöne Atlantic City. Danke sehr. Ich habe mit Rodrigo geredet. Auf dem Erpressungsfoto sieht man, wie er das Sean am Abend des Überfalls fährt. Aber Rodrigo wusste von nichts. Er hat nur einen Freund abgeholt. Ich kenne eine Polizistin. Sie wird Rodrigo helfen. Besonders, wenn er wegen der Erpressung aussagt. Haben als vor diesem Deshaun. Danke, Spider-Man. Juhu, wir haben es geschafft, Leute. Der Wahnsinn. So, alles klar. Was haben wir denn da? Taube im Visier. Was soll ich Bleib mit der hier. Machen? Ich tu dir nichts! Verfolgen? Wie schön! Ganz schön schnell. Noch eine Nachricht von Doc. Peter, ich will es nicht beschreien, aber die Spur, die ich verfolge, könnte das Projekt nicht nur retten, sondern auch auf Wege führen, die wir uns nie erträumt hätten. Forschungsmangelpunkte. Alles passiert aus einem Grund. Nice. Sogar Normans Versuch, uns auszuhebeln. Hoffentlich klappt das. Docs Arbeit ist zu wichtig, um unvollendet zu bleiben. Okay, das mit den Tauben ist sogar gut eingebunden, Leute, weil man das dynamisch im Spiel währenddessen löst. So, das finde ich ganz gut. Weil noch mehr Sachen, wo man wohin muss, stehen bleiben, es einsammeln und so, hätte ich jetzt keinen Bock gehabt. Also hey, ist ganz cool. Hab einen Verwandten von Pidgey gefunden. Graue Flecken, hat gerade was auf meinem Anzug hinterlassen. Clarence, er ist ein kleiner Teufel, aber charmant. Gib ihm einen Klaps auf den Kopf und setz ihn in Richtung Feast. Er findet den Weg. Kein Problem. Das mache ich bei allen anderen auch. So, davon den Ton nehmen wir auch gleich noch mit, Leute. Wenn wir mal dabei sind. Oh, wieso springst du nicht ab? Alle Einheiten, 10:30. Juhu! Gepanzertes Fahrzeug, maskierte Verdächtige. Haben eine Meldung aus Morningside Heights. Over. Mann im Vertrauen! Bekannt ihr als Dämonenbabys nicht genug Liebe? War Papa zu streng? Mama nie da und ließ euch weinen? Ah, ist gedacht. Alter,
Good. Ich kriege keine Luft! Warten Sie! Bitte! Schnell! Diese Menschen hätten sterben können. Ich muss die Dämonen aufhalten, bevor was passiert. Eine Taube. Nehme ich auch noch mit, ich will Forschungsmarken. Ja. Durch geht's. Taube im Visier. Und die Jagd beginnt. Wo ist er, wo ist er, wo ist er? Da. Go, 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 go. Ach, hey. Wie liegt die denn? Okay. Ja, kriegen wir schon, Leute. So. Ja. Hab sie. Uiuiuiuiui. So, Leute, okay. Oh, so viel Rucksäcke hier. Unglaublich. Was ist das? Fiss versteckt wieder. Gibt 3 Basismarken. Okay, dann machen wir hin, Leute. Davor nehme ich aber noch diesen Rucksack damit. Sag mal, wie viel Zeug hat er denn hier versteckt, Mann? Da haben wir uns echt Langeweile gehabt, haben wir kurze Zeit, der gute Peter. Unter uns wahrscheinlich, ne? Ja. Okay. Wenigstens brauche ich nicht mehr so lange, um es zu finden. Es geht mir mit jedem Tag in jeder Hinsicht immer besser und besser. Warum fühlt sich das nie so an? Jo. Die Dämonen werden immer dreister. Sie greifen die Polizei auf der Straße an. Klartext, Leute! Die zerstört New York-Masche zieht nicht mehr! Ja. Ach, krass, man, mit die Banner muss man übelst aufpassen. Okay, konzentrieren jetzt. Ich muss erst in die Luft und dann runterziehen, das ist besser. Auf jeden Fall. Luft und jetzt muss ich mit Dreieck arbeiten. Viel besser. Okay, da muss schon ein bisschen reinkommen, aber wenn ich da den Flow raus habe, Leute, geht's richtig ab, glaube ich. Das ist ein übelster Vorteil, das. Wie kommen denn da noch alle? Von da ist noch irgendwo einer. Alter. Und das muss ich auch viel öfters einsetzen, die Einsatzattacken. Die Dämonen sind besiegt. Viel mehr. Sie können übernehmen, Officer. Puh, alter Schwede. Böser Fluch, Officer. Richtig böse. Unnötig, Spidey, unnötig. Oh, die Viel-Glück-Karte vom Daily Bugle, als ich von dort zur Forschung gewechselt habe. Wirklich tolle Leute da. Und Jameson. Und Jameson. Sorry, ich dachte, er war schon fertig. So, und das Wahrzeichen noch fotografieren.
Erledigt. Schön, dich zu sehen. Mein Auto. Tut mir leid, Spider-Notfall. Ich muss da sagen. Warte mal, mit dem hätte ich High Five machen können, hä? Ah, ja. Oh Mann, das sieht so gut aus. Also im helllichten Tag sieht es echt nochmal geiler aus. Das ist echt beeindruckend. Central Park hier, großartig. Überall in den Nachrichten. Wieder ein Kampf zwischen Spider-Man und den Maskenträgern, bei den New Yorker bedroht wurden. Unser nächster Anrufer ist aus der Gegend. Sie sind live mit J. Jonah Jameson. Also, das ist alles in einer Werft passiert, die seit Jahren geschlossen ist. Da waren keine Unschuldigen in Gefahr. Oh, ist das Ihre Expertenmeinung? Nun, hören Sie mal zu, was mir meine Quellen aus meiner preisgekrönten Journalistenkarriere sagen. Hinter dieser Werft steckte Wilson Fisk. Er hat über sie Waffen geschmuggelt. Granaten! Militärausrüstung! Oh, das erklärt so einiges. Ah, die Wahrheitsgruppe geht hoch, aber ich habe noch 50 Megatonnen an Fakten. Während Spider-Man Medien wirksam einen Laster verfolgte, entkam ein anderes Fahrzeug mit einer Ladung tödlicher, illegaler Waffen. Fisk hatte seine Fehler, aber in seiner Stadt hätte er sie niemals zugelassen. Doch diese Dämonen, entweder sind die ein fanatischer Kult oder es ist ihnen einfach egal. Hat jetzt jemand das Gefühl, in Gefahr zu sein? Was haben wir denn da vorne? Ah, ist ja eine Taube oder was? Das ist eine Taube. Okay. Nice. Ich weiß, Leute, ich kann nur Schnellreise machen, aber mir macht das Rumfliegen immer noch zu viel Gaudi. Und ich will das auch noch ein bisschen üben und alles. Schnellreise können wir dann später immer noch benutzen. Es gibt eine Körperverletzung. Verfügbarer Officer, bitte nach Koreatown. Alles klar, ich komme. Ich komme. So mal auf dem Dach, so wie es aussieht, hä? Ein Überfall. Ich muss hin. Tracht Prügel gefällig? Ihr habt Glück heute. Ich glaub's nicht. Schläger umhauen hat was. Du kamst gerade rechtzeitig. Die waren wie Tiere. High five. Gehört nicht. Und gehört dann nicht. So, Leute, alles klar. Dann machen wir erstmal Schluss mit dieser Folge hier. Nächste Folge werden wir uns erstmal weiter auf die Hauptmission fokussieren. Ah, ich feiere es. Ich feiere es. Würde mich sehr, sehr freuen, wenn wir uns dann wiedersehen, Leute. Ne? Bis dahin, macht's gut. Tschüssi. Das eben nochmal hier die Aussicht genießen. Es ist schon echt genial. Maybe the city needs our friend more than you think.